Du hast auch im Buch geschrieben, der Balkan fängt bereits in München an, was mich ein bisschen verwundert, weil ja, es gibt ja die Wiener Spruchart eigentlich am Rennweg fängt an. Warum hast du jetzt die Grenze des Balkans nach München verschoben? Nein, ich habe die Grenze des Balkans schon lange nach Stockholm verschoben. Meine Frau, um Ebrahim Kiess schon zu zitieren, die beste Ehefrau von allen, ne? Die war, die zu mir mal gesagt hat, vor fast 20 Jahren, mach doch sowas wie ein Tagebuch, leg sowas an wie ein Tagebuch, da steht da und da schreibst du das auf, was du so alles erlebt hast. Die größte Herausforderung für Ausländer am Balkan ist, mit dem Gewicht wieder wegzufahren, mit dem sie gekommen sind. Und wenn sie gesehen haben, wie schlank ich da auf dem Bild mit dem Milo Djukanovic war, würde vielleicht Arbeitskollegen meiner Frau heute halt sagen, Ma hat da immer einen zugenommen und nicht so sehr. Also noch dazu, wenn man da hier den Größenunterschied gar nicht so richtig sieht, weil es von der Seite ist, aber von frontal war es also noch viel stärker. Ich bin gestanden im Innenhof des Außenministeriums und habe mir gedacht, na, jetzt rauche ich noch eine Zigarette und sehe da der Stockerl. Auf dem Stockerl war ein Tischtuch und auf dem Tischtuch stand ein wunderschöner Aschenbecher. Und ich zünde mir die Zigarette an und bevor ich überhaupt den Aschenbecher verwenden konnte, kam eine Dame vom Protokoll und sagte zu mir, Herr Werschütz, Sie dürfen diesen Aschenbecher nicht benutzen, sondern Sie schmeißen Ihre Asche und Ihren dann Zigarettenstummel da in den Kanal, in den Gully hinein. Sag ich, aha, gut, warum? Kam die Aussage, das ist ausschließlich der Aschenbecher des österreichischen Außenministers, sonst darf den niemand benutzen. Ne? Das Abendjournal aber hat einen Beitrag haben wollen. Und den Beitrag musste ich machen noch in Albanien über das, was man wusste vom Rücktritt, weil sich zeitlich mit der Landung nicht ausgegangen wäre. Und also auf einem Flughafen irgendeinen Platz zu finden, wo es wirklich ruhig ist, und dann darfst du dein Gepäck nicht allein lassen, das ist also schwierig. Also der beste Platz ist einfach die Behindertentoilette mit den Wickeltischen. Nicht, weil sie ist erstens größer, du kannst deine Sachen abstellen, du kannst den Wickeltisch runternehmen, da stellst du den Laptop drauf und auf den Wickel und dann liest du in Ruhe den Beitrag, so wie er dort gemacht. Und beim letzten Aufruf fürs Boarding habe ich ja dann den Beitrag schon überspült gehabt fürs Abendjournal und so sage ich immer manchmal bei Buchpräsentationen, sollten Sie jemanden mit einem Laptop, mit einer Laptoptasche aus dem Raum im Flughafen mit Wickeltisch kommen und er hat kein Baby im Arm, vielleicht ist es ein Kollege, der auch den Wickeltisch genutzt hat, um irgendwas nur zu in Ruhe auf die Sendung zu bringen. Du hast auch deiner Frau ein interessantes Kapitel gewidmet, wo du nämlich zurückgekommen bist nach Salzburg. Das hat die Frau selber geschrieben. Und ja, sie hat es auch selber beschrieben. Und zwar, das war damals der Lockdown, wo du zwei Monate täglich zusammen warst mit ihr und du meintest, das war ein gutes Omen für die Pension. Ja, das ist deswegen, weil also seit 2000 kann ich mich nicht erinnern, dass wir ununterbrochen zwei Monate zusammen waren. Nicht? Aber meine Frau hat noch ganz andere Qualitäten bewiesen, denn die dezentrale Struktur, die wir hatten, hat uns also sehr geholfen, weil wir wirklich von Donetsk bis Tirana gedreht haben und überall, trotz Lockdown, hatten wir überall Teams und ich habe die ganzen Interviews mit Skype gemacht. Und ich brauchte aber jemanden, der ein falsches Doppel dreht. Nicht? Und meine Frau hat sofort das falsche Doppel heraus gehabt mit dem Handy und hat brav das falsche Doppel gedreht, das wir dann dem Kater nach Belgrad überspielt haben. Und so kam dann jeder Beitrag auf Sendung. Und meine Frau hat nie ein Insert gekriegt, aber dafür dann zum Schluss vom Generaldirektor einen dicken Blumenstrauß. Und das größte Glück hat eigentlich mein Producer und Fahrer gehabt mit Zimmer 13, weil da, wo das Licht ist, da ist es durch die Decken gekommen, nicht? Vom Dach durch. Und da, wo jetzt die Stufe ist, die zweite Stufe, da war die Tür von seinem Zimmer. Also das hätte auch ziemlich ungut ausgehen können. Das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir geschaut haben, leben wir alle drei. Du kriegst das ja alles erst mit, wenn es vorbei ist. Also wenn es dich erwischt hätte, wäre das Problem, wäre die Geschichte erledigt gewesen, hätte ja niemand mehr anrufen können. Aber das ist also nicht etwas, wo du dir dann sagst, okay, es ist vorbei, wir haben es alle überlebt, passt. Und dann schauen wir, dass wir uns auf den nächsten Tag so gut wie möglich vorbereiten. Nicht? All das, was dort passiert hätte, wäre nicht passiert, wenn die Russen zwar am 24. Februar nicht mit der Aggression in der Ukraine angefangen haben. Und für diese Aggression, auch wenn der Krieg eine Vorgeschichte hat, gibt es keine Rechtfertigung.
Ich bin nur der Meinung, dass wenn es konkrete Beispiele gibt, über die es konkret jetzt zu beurteilen ist, und das gilt für Butscha genauso wie für Isium, dann entbindet mich die Feststellung, dass Russland der Aggressor ist, nicht der journalistischen Sorgfaltspflicht zu beurteilen, was ist jetzt dort tatsächlich passiert. Aber das, was ich nicht erwartet habe, ist, dass jemand, der selbst aus der Aufklärung, aus einem Geheimdienst kommt, mit einem derartigen Fehleinschätzung einen Krieg beginnt und mit einer derartigen Stümperhaftigkeit einen Militäreinsatz beginnt, auch vom Generalstab her, wie das die russischen Truppen am 24. Februar gemacht haben. Wenn ich mir anschaue, dass ich doch hin und wieder auch Kurse gesehen habe von der Ausbildung von Generalstäben in Österreich, also mit einer derartigen Einsatzplanung wäre der bei jeder Prüfung in der Milag oder auf der Lavag durchgefallen.